Knicken, biegen, rollen. Auf der Technikmesse CES in Las Vegas sammeln sich die Besucher um Geräte mit faltbaren Displays. Die Handys und Tablets sind super dünn und lassen sich teilweise oder komplett einrollen. Zum Beispiel dieses Tablet des chinesischen Start-ups Royol, das zusammengefaltet in die Hosentasche passt. In China ist es bereits auf dem Markt, in den USA kommt es bald für umgerechnet rund 1.100 Euro in die Läden. Dieser Fernseher von LG passt in eingerolltem Zustand in eine längliche Box. Die Technologie können wir in allen möglichen Bereichen einsetzen, also geschäftlich, in der Ausbildung oder an der Kleidung. Konkurrenten wie Samsung wollen Experten zufolge die Technikmesse in Barcelona im Februar für die Präsentation ihrer flexiblen Geräte abwarten.